Hallo, herzlich willkommen zu die beiden. Wieder einmal erneut sitzen wir hier und kippen uns was hinter die Bühne. Kippen uns was hinter die Bühne, genau. Saufen mal wieder was Schönes. Monster Rehab. Zwei USA-Sorten tatsächlich. Ja, lange, weiß ich nicht, die sind jetzt schon unbekannt mittlerweile. Warum haben wir Die letzte deutsche Erweiterung der Rehab-Serie gab es 2017, also vor zweieinhalb Jahren mittlerweile. Ja, also ich sag mal so vor, keine Ahnung, vor 7 oder 6 Jahren hat man das noch getrunken, ja, Rehab, ja, oder da hatte ich jetzt noch, wurde das mehr ausgesprochen. Mittlerweile sind die ja wirklich, haben die ja keinen großen Stellenwert mehr, die sind ja irgendwie, fast tot irgendwie, kannst du ja schon fast sagen, ne? Ja, kurz vorm Aussterben, ne? Richtig. Leider, also. Non-Carbonate, also ohne Kohlensäure. Wir haben ja einmal Raspberry Tea und einmal Orange 8, also einmal Orange und einmal Raspberry halt. Womit wollen wir denn anfangen? Okay, finde ich auch, dass wir mit Raspberry anfangen sollten. Oder? Ja. Okay. 2% Apfelsaft. Aber hey, 2%. Die nehmen aber auch Apfelsaft immer hier steht Shake Gently. Also, weil das halt auch billig in der Produktion ist, dieses Apfelsaftkonzentrat. Das wird immer bei so Fruchtsachen wird immer so viel Apfelsaftkonzentrat reingemacht, weil es erstmal A billig ist und zweitens mal kannst du dann sagen, ja okay, da ist Frucht drin, ne? 1,1 Gramm Zucker auf 100 Milliliter. Nicht das Hochwertigste mit dem Apfelsaftkonzentrat, ne? Die ganze Suppe kam mir gerade entgegen. Dann nehme ich das. Das riecht. Kennst du das, wenn du einen Energy-Drink aufmachst und der schäumt halt einfach? Ja, richtig. Absolut Himbeer, Apfel. Also, naja, wobei Apfel würde ich gar nicht mehr sagen. Ich finde, du kriegst einen Apfel. Himbeer. Absolut Himbeer. Himbeer. Wahrscheinlich auch die Farbe des. Die Farbe gerade, der war göttlich. Also, ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht pink. So. Aber. Ihr seht es ja selbst. Da sind aber sehr viele Perlen drin, ne? Der sieht aus wie Apfelsaft. Ja, kommt wahrscheinlich auch von einem 2% Apfel oder so. Ja, das ist ja wirklich nur 2%, das ist ja... Ich glaube nicht, dass das so viel ausmacht. Ja gut. Geil. Oder? Erzähl, komm, sag deine ehrliche Meinung. Ich war noch nie so Rehab-Freund und ich mag es auch generell nicht... Ja, so ohne Kohlensäure finde ich schon eklig eigentlich. Also, okay. Doch, ja. Ich weiß nicht. Also bei Energy Drinks, ich mag das, wenn es prickelt, ja. Ja. Ja gut, ist ja deine Meinung. Deine Meinung kann die anderen sein als meine. Ich finde den geil. Ich finde den geil. Aber er schmeckt nach Himbeer. Ja, doch schon. Ja, doch schon. Das ist ein bisschen schon. Also ich muss sagen, wenn er nach Deutschland kommen würde, ich fände den richtig geil. In Deutschland gibt es nur den Green Tea, den Pfirsich, aber wie heißt denn der andere? Aber man muss dazu ja bedenken, dass das auch irgendwie mit Tee ist. Es ist zwar Energy Drink, aber es geht ja in Richtung Tee. Steht auch hinten drauf, ne? Guter Tee. Genau. Das muss man ja auch zur Verteidigung sagen. Ja, richtig. Ja, shake mal. Ja, es steht wirklich drauf, dass du das shaken sollst. Ich verarsche dich nicht. Oh, das ist schon geil. Ja. Nach Augen? Orange. Ja, schon. Oh, ja, aber nach orangen Tee. Ekelhaft, finde ich. Also, du riechst die heftig raus, aber nach orangen Tee. Oh, ich hab hier. Irgendwie schmecken die vom Geschmack jetzt ein bisschen wie Halbus. Der schon, der nicht, aber der schon, oder? Nee, der nicht. Also der aber ist der jetzt aber wie Halbus. Der. Jetzt kann der wieder riecht. Stell mal Monster Ultra Red oder so. Ähnlich. Ja, genau. Der riecht so ein bisschen. Es gibt ja diesen orangenen Halbus. Gab es. Aber der andere war doch auch der Orange, nicht? Weil es den nicht eingibt. Stimmt. Von der Neuerart. Stimmt. Ne? Ja, oh, das ist ein bisschen, schmeckt ja auch tatsächlich, ne? Aber riecht anders. Er riecht anders, aber schmeckt so. Ja, genau. Es ist halt Tee, es ist halt kein... Ja, es ist ein Energy Drink, aber es ist halt frisch aufgebrühtem Tee. Oder ist frisch. Frisch, ne? Ja. Wann ist das Zeug da drin? März 2018 und August 2017. Kaufempfehlung? Ja oder nein? Den würde ich nicht empfehlen. Ich würde gerade nicht zahlen. Ja, schwierig. Ah, jetzt haben wir mit 30. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch den Raspberry nehmen. Der ist ein bisschen fruchtiger, den würde ich vielleicht empfehlen. Also hier sage ich eine 3 von 10 und hier sage ich eine 8 von 10. Ich würde dem Mittelding so geben, 5 und dem würde ich eine 3 geben. Ja. Da ist ja meine Meinung, es ist halt. Ich mag das ohne Kohlensäure nicht so gerne. Das ist halt aber. Auch, naja, Tee, ne, wenn man
Teetrinker ist vielleicht ganz cool. Und aber rein vom Geschmack her ist der halt einfach geil, Leute. Raspberry. Das sehe ich ähnlich, ja. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Also einer von zwei Rehabs, die ich mag. Das ist halt nur der Pfirsich. Weiß nicht, ob du den schon mal probiert hast. Es hat auch mal eine Rockstar Recovery, dem hat auch das Genick gebrochen, dass er ohne Kohlensäure war. Ja, das ist auch immer ich finde, das ist halt auch immer riskant für die Hersteller selber. Naja, Energy Drinks, man kennt es ja eigentlich eher mit Kohlensäure. Also ohne Kohlensäure ist immer, wenn du muss das ja, nicht so kennst. Man muss es mögen. Also ja, genau, das ist wirklich Geschmackssache, gerade bei den ohne Kohlensäure. So was wie der Recovery, den ich unbedingt mal probieren möchte, das war halt sowas wie eine ISO, weil es ohne Kohlensäure ist. Ja. Muss man halt mögen, wenn man sich das kauft und wenn man nicht richtig liest, dass es ohne Kohlensäure ist, ja, kann es dem Produkt das Genick brechen. Aber dann ist nicht der Hersteller in dem Sinne schuld, sondern halt derjenige, der nicht richtig liest. Und das ist halt mit dem Rockstar. Das hatte ich auch anfangs, als ich noch neue Energy Drinks am Trinken war, auch ein Monster angefangen habe. Oder mit Booster angefangen, da hatte ich Monster getrunken gehabt, da wollte ich alle mal durchprobieren. Und dann habe ich auch die anderen mal probiert gehabt, nicht drauf geachtet. Und ich dachte, ja gut, alle Energy Drinks sind halt mit Kohlensäure. Dann habe ich mir den geholt, trinke den, habe mir das auch nicht vorher durchgelesen und checke so, kann man schmecken, ist ja ohne Kohlensäure, das ist ja total komisch, ne? Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt gehabt irgendwie. 0,9 Gramm. Ah, jo, Alter. Das ist aber vom Zuckergehalt her echt. Das ist 1A, ne? Also das ist halt Tee. Wow. Das ist halt Tee, da ballern die keine 17 Gramm Zucker rein. Ja. Wie bei den Monster Mutant, weißt du noch? Ja, heftig. Naja. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Kaufempfehlung nur für den Raspberry. Genau. Gut, Leute, bis dahin. Tschüss. Ja, dann ist Softbox.